Wussten Sie, wo Herzogin Meghan ihren ersten TV-Auftritt hatte? Erstaunlich aber wahr. Schon mit 14 Jahren war Meghan Markle in der Kultserie Eine schrecklich nette Familie zu sehen. In einer wiederentdeckten Szene aus dem Jahr 1995 taucht sie als Schülerin neben Christina Applegate auf. Die Episode mit dem Titel The Undergraduate zeigt die junge Meghan neben der Kelly Bundy-Darstellerin. Für Fans ist es faszinierend zu sehen, wie früh sie vor der Kamera stand. Dass Meghan am Set der Serie war, verdankt sie ihrem Vater Thomas Markle Sr., der dort als Kameramann arbeitete. Ed O'Neill, der Hauptdarsteller der Show, erzählte in der Ellen DeGeneres Show, dass Meghan am Set aufwuchs. Obwohl Meghan heute als Herzogin von Sussex bekannt ist, spielte die Schauspielerei lange eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Ihren Durchbruch feierte sie als Rachel Zane in Suits, in der sie von 2011 bis 2018 zu sehen war. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry gab sie die Schauspielerei auf. Doch mit Projekten wie ihrer Netflix-Doku kehrte sie kurzzeitig auf die Bildschirme zurück. Nun überrascht sie ihre Fans mit diesem frühen Auftritt in Eine schrecklich nette Familie. Dieser Fund zeigt, dass Meghans Liebe zur Schauspielerei schon in jungen Jahren begann.